Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay, ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay, dann mal los. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Es ist kalt. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt? Und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Hier durch.
Hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Vorsicht beim Springen. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Du musst Anlauf nehmen, damit das klappt. Wenn du das kannst. Ich hab dich gewarnt. Das war Absicht. Für dein Ego. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Hey, sieh mich an. Abby, nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. Was ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Ihn vielleicht irgendwie rauslocken. Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger.
Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Mir scheißegal. Mach ich sie mal alleine. Ist mir scheißegal. Mach ich sie mal alleine. Yeah.
Mel geschwängert. Lebst du noch? Das empfehle. Los. Yeah.
Wie komme ich jetzt heraus? Ganz blöde Idee, Abby.
nicht mehr weit sein.
Die Patrouille. Na los, hier lang. Bin hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wen, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Kaum. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder?
So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Hier geht's lang. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auch das hier mit 71. Auf dass wir auch 73 werden. Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Keine Infizierten. Und nicht Infizierte auch nicht. Ein Sturm zieht auf. Ein paar Meilen weg.
Und fertig. Komm. Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Ha, das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön wär's. Eugene hatte immer was dabei. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Ja, da kommt ein Sturm. Morgen wird man gut Schlitten fahren können. Mhm. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Gehen wir zurück zu den Pferden. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Ja. Danke.
sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du uns Schneestoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Nein. Vielleicht. Leck mich. Sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Das ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit herauf. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Die Wohnwagen sind süß, wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm, würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlittenfahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Krass. Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat... Warte, Moment. Es gibt Original-Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Hm?
Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, du hast recht.